Hallöchen! Tada! Die Post ist da! Tja, jeder Superstar hat natürlich eine Assistentin. Und ich darf heute deine Assistentin sein. Ich freue mich. Das ist aber schön. Ja. Was hast du denn da? Ich habe viel mitgebracht. Aha. Und wir fangen am besten mit dem allergrößten Paket an. Wobei, für wen ist das? Na, für dich. Oh, von meinem Geburtstag? Das ist nämlich von Movie Park. Nein! Germany. Ja. Ich glaube, da meint es jemand ganz, ganz gut mit dir. Wie kriege ich das überhaupt auf jetzt hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir brauchen ein Werkzeug. Warte, ich assistiere dir. Ah, vom Movie Park. Oh Mensch, ja, die waren so toll. Das war so. Die haben wunderschöne Zeit da gehabt und die haben uns so super betreut und versorgt. Aha. Und vielleicht können wir das Guck mal, hier ist so ein Ding dran. Ja. Das muss ja eine Assistentin alles machen, sowas, ne? So. Ja, das. Du bist schon nicht willig, so brauche ich Gewalt. Gewalt. So. Oh, 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 oh. La, 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 la. Oh. Okay, das ist super. Ein ganz großer SpongeBob-Stift. Ja, oh, so süß. Die haben ja auch diesen tollen SpongeBob-Shop, ne, im Movie Park. Oh, weil, oh, da ist eine Million drin. Da ist Geld drin. Mhm. Aber ja, aber ja, aber ja. Und der Wassertaler? Nein! Das haben wir schon gesehen. Ding! Oh, aber ja. Oh, wie nein! Guck mal. Jetzt habe ich hier. Guck doch mal hier. Oh. Ah. Guck mal, das können wir an deinen Käppi hier ran machen. Ja. Ich habe sowas schon mal gehabt. Und habe das an meiner Tasche gehabt, an meinem Rucksack. Und das habe ich leider verloren. Na, siehst du? Hier auch nochmal. Oh, die kann ich selber anspitzen. Ja. Ah, alle Spongy-Stifte hier. Oh, ist das schön. Und guck mal, gelb, meine Lieblingsfarbe. Eine ganz liebe Post. Oh, eine Karte. Nein, ich kann das gut machen. Oh, das ist ja süß. Das gibt. Eine Spongy-Geburtstagskarte. In 3D. Entschuldigung? Mach mal hier hin, das ist ja nicht so schön. Mhm. Die was von der Movie Park Germany wünscht dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Wir hoffen, dass du einen filmreifen Tag hattest. Ja, natürlich. In Zukunft wünschen wir noch viele weitere fantastische Momente beim Movie Park Team. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ganz dicken Buschi und Umarmung. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald irgendwie mal wiedersehen. Da muss der Marcel irgendwas in die Wege leiten. Gucken wir mal. Oh, das ist noch was. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, ich werde zerlegt. Das ist der große Stift. Ja, den dicken da, ja. Nee, nicht den dicken, den dünnen. Den kleinen. Ah, du weißt schon, was ich ist? Ich bin weiß, weil ich habe die ja gesehen. Ja. Und weil du hellseherisch bist. Marcel erinnert sich auch. Na, wir waren ja in dem Spongebob-Shop. Oh mein Gott, wie süß. Guck dir das mal. Oh, das ist ja unglücklich. Oh nein. Danke, danke, danke. Ganz, ganz große Freude. Und eine tolle Überraschung. Oh mein Gott, wie niedlich. Ja. Da kannst du deinen morgendlichen Kaffee jetzt trinken. Zum dann. Beispiel. Oh, guck mal eine hier. Tasse, Movie Park. Ja. Oh. Also, unvergesslich, ich habe eine unvergessliche Erinnerung. Ja. Jawohl. Wir werden unsere schönen gemeinsamen Erlebnisse im Movie Park immer wieder neu auffrischen können. Mhm. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und auch hoffentlich ganz, ganz bald Herr SpongeBob. So, ich habe schon mal vorgeguckt, ne? Ich habe alles schon geöffnet, damit es einfacher geht für dich hier, ja? Bitte schön. Ganz liebe Post für mich. Ich will das aber nicht alles jetzt vorlesen, oder? Nee, das könnte ich auch nicht machen. Die schlüpfrigen Sachen musst du weglassen. Nee, weil ich weiß auch nicht, ob das den Absender dann mal recht wäre. Aha, eine Mama mit 3 Kindern. Nein. Ist das nicht süß? Sie müssen jeden Tag die SpongeBob-CD hören. Sonst können sie nicht anschauen. Das ist hier schön. Voll süß.
werden sehr dankbar, wenn die signieren. Aha. Oh, ist das süß. Oh, das ja, das werde ich natürlich signieren. Haben wir was zum Signieren hier? Guck mal. Das muss ich hoffe mit den Geburtstagskarten, dass das Datum nicht schon vorbei ist. Muss ich gleich nochmal in der Post gucken. Also ich werde mich bemühen, dass ich das alles heute ordentlich mache. Heute wirst du das signieren. Ja, ich habe nachher noch Büroarbeit. Mhm. Genau. Ich muss aufpassen. Erstmal vielen Dank. Eine ganz tolle Post. Sehr schön. Also das wird auf jeden Fall auch heute noch erledigt. Ja, ne? Auf jeden Fall. So, hier, da fühle ich auch irgendetwas ganz Aufregendes drin. Aus Hamburg. Mal schauen. Vielleicht hat jemand da auch wieder selber was gemacht, gezeichnet oder gebastelt. Aha, oh mein Gott. Wo gehört der zu, der Rücksendeumschlag? Ach, guck mal, ist das so schön. So tolle Sachen bekomme ich hier. Das finde ich aber nachher in Ruhe. Guck mal, das ist ein kleines Puzzle. Warte. Das sollst du bestimmt drauf unterschreiben. Ja, ich denke mal, ich werde den Post auch lesen. Ah, auch wieder große Sportfans. Ja. Und Ferkel. Also das muss ich in Ruhe. Eiken, guck mal. Das ist natürlich, das muss ich euch noch mal zeigen. Wow. Das ist alles selbst gemacht. Das sind alles Unikate. Kommt in meine große, große Privatsammlung. Vielen, vielen lieben Dank und Post wird natürlich schnellstmöglich beantwortet. Ich mache das wieder in den Umschlag alles zusammen. Ah ja, damit man das und nicht... Und ich glaube, du sollst hier auf dem Puzzle unterschreiben. Das werde ich in Ruhe in dem Brief nochmal lesen. Ja, gib mir mal den Umschlag zurück. In der Zeit ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall. Ja, und ich freue mich auf die Antwort, Post, die ich hätte. So, jetzt darfst du wählen. Das ist das Nächste. Ich freue mich über so viele Post. Und vor allem so liebevolle Post. Ja, das ist so ein schönes Feedback für meine Arbeit. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht anfängt zu weinen, wenn man so eine süße Sache. Ja, das rührt einen schon an. Das ist der Rückumschlag, der muss natürlich auch immer dabei sein. Ja. Aber das muss ich auch in Ruhe lesen. Nun gib endlich zu, dass du eine Brille brauchst. Oder immer noch nicht. Dieses geht aber eigentlich. Ja. Lieber Marvin, vielen Dank. Ich werde die Post beantworten. Oh. Ja. Ein ganz herzliches Dankeschön. Lieber Marvin, ich werde die Post beantworten. Ich pack das ein, okay? Dankeschön, Dankeschön. So. Ganz, ganz toll. So, jetzt geht es hier weiter. Post. Das ist ganz liebe Post von einer Lilly. Lillyfee? Könnte sein, dass das eine Lillyfee ist. Ich muss ganz vorsichtig sein, wenn ich nicht der Absender drauf. Aber ich denke, da ist auch ein Rückumschlag mit bei, jawohl, wie es sich gehört, mit Briefmarke. Mhm. Ja. Sonst werde ich irgendwann ein ganz armer Schwamm, wenn ich die ganzen Briefmarken selber kaufen muss. Guck mal, so schöne Farbe. Oh, das ist schwer zu lesen, weil das so hell ist, das Grüne. Autogramm. Ja. Na klar, machen wir natürlich. Süß. Vielen Dank, liebe Lilly. Antwort, was kommt. Hier steht draußen kein Absender, aber ich dachte, das ist Top Secret. Und das ist auch noch mit Teasern noch zugeklebt. Mal gucken, wie ich da überhaupt rankomme. Nimm erstmal den anderen. Ja, weil ich will da ja nichts mehr da Brief drin, ist ja nicht kaputt. Ja, bitte. Eine ganz liebe Post von einer Jasmin. So. Auch ganz toll. Mit Rückumschlag.
Ach, ist das schön. Hier ist wieder mein Geburtstagskind. Ja. Müssen wir uns auch beeilen, ne? Das ist richtig. Das kann man sonst nicht machen. Ja. Süß. Wunderbar. Nicht verraten. Nein. Postdot Alibi. Vielen Dank. So. Das ist geöffnet das jetzt. Das ist jetzt. Auch wieder ganz vorbildlich mit Rückumschlag und Briefmarke. Mhm. Auch wieder ein Autogramm bitte, ne? Ja. Oh, auf, das ist ja ein gleicher Name. Ah, mit Widmung, genau. Man kann gerne zwei Autogrammkarten machen. Also, lieber Tim, Autogrammkarte kommt. Versprochen und vielen Dank. So. Boah, das geht ja immer weiter hier. So. Mal gucken. Sehen wir auch so aus. Steht auch kein Absender hinten drauf, aber. Es ist auch ganz ordentlich ein Rückumschlag dabei. Ja, einmal Geschwister hier. Toll. Ja. Und das gibt natürlich von Herzen gern zwei Autogramme für Carsten und Melanie. Vielen Dank für die Post. So, so. Hab ich wieder ein bisschen was zu tun. Hast du was zu tun? Und guck mal, was du hier bekommen hast. Vorhangschals mit Schlaufen sind das. Mit SpongeBob, guck ich das mal an. Ist das nicht toll? Ja, da werde ich mal gucken. Das könnte es steht nicht drauf, von wem das ist. Ich habe eine Vermutung. Die da wäre? Und ich werde das aufklären. Ja, ich muss mich mal mit dem lieben Marcel unterhalten. Ja. Ich glaube, der kann mir da aufklärende Informationen geben. Denke ich auch, ja. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, große, große Freude und vielen Dank für die liebe Post. So, jetzt aber an die Arbeit. Jetzt musst du Autogramme schreiben. Ich spucke in die Hände. Ja, und los. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Falls ihr Santiago noch Post schicken wollt, findet ihr die Adresse bei Instagram in der Bio. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war's wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.